الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا السلام هيا الفلاح هيا السلام هيا الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Der Zuckerfest ist normalerweise 3 Tage. Das heißt, wir haben heute einen Feiertag und das ist auch der letzte Feiertag, den Zuckerfest oder Eid al-Fitr. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Friede sei mit euch und Gnade und Barmherzigkeit. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Salatu wassalamu ala Muhammad und Nas ajma'in. Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen, alles Lob gehört Gott, Friede, Gnade, Barmherzigkeit mit dem Prophet Muhammad und alle Menschen. Ja, ich habe versucht, auch so ein Thema passend zum Zuckerfest oder Eid al-Fitr oder den das Feierlichkeit. Mit voller Freude heiße ich euch hier in Gottes Haus zum Eid al-Fitr willkommen. Der Ramadan, die Zeit der Erneuerung, liegt hinter uns. Innehalten, Fasten, Gebet und Koran lesen führten uns näher zu Allah. Heute feiern wir mit Dankbarkeit. Im Herzen blicken wir auf den abgeschlossenen Ramadan zurück und preisen wir Allahs unzählige Gaben. Eid al-Fitr oder Zuckerfest vereint uns als Gemeinschaft. In vertrauter Runde beten wir, genießen wir köstliche Speisen, erfrischende Getränke und fröhliche Beisammensein. Ein bisschen von meiner Kindheit, für mich war auch so, Feierlichkeit war sehr wichtig, eine neue Schuhe zu haben und neue Kleidung. Ich halte auch die Schuhe immer im Bett. Das ist auch so meine neue Sachen. Es war wirklich für uns sehr, sehr wertvoll. Das war auch nicht so einfach, Schuhe zu kaufen oder zu haben. Es ist auch so wichtig, dass man auch so an dieses Familientreffen. Wir treffen uns Familien, wir gehen zum erwachsenen Menschen, wir wollen Geld haben oder Geldscheine. Das gibt man auch so, Geldscheine auch zum Feiertag. Das war wirklich so. Ja, ich bekam vielleicht 5 Piastres, das ist weniger als 1 Cent. Das ist wirklich so, aber man konnte Süßigkeiten damit kaufen. Das war eigentlich so meine Erinnerung, meine Freude an den Feiertag. Und versuchte ich auch so heute ein Thema, die Kraft der guten Emotionen. Psychologen teilen die Emotionen in eine positive und negative Emotionen. Positive wie Freude, Stolz, Geborgenheit, negative ist auch wie Ärger, Angst, Hilflosigkeit. Die sind auch alle wichtig, aber es geht heute bei mir heute um die Freude. Positive Gefühle haben auch eine starke und oft unterschätzte Wirkung auf unserem Leben. Sie machen uns glücklicher, gesünder und resilienter gegenüber Stress und Krisen. Durch die gezielte Förderung positiver Emotionen können wir unser Wohlbefinden und unsere Lebensqualität deutlich verbessern. Es gibt verschiedene Techniken, um mehr positive Gefühle in unserem Leben zu bringen. Es gab 2, eigentlich so habe ich darauf konzentriert, Achtsamkeit und Meditation. Meditation ist, kann man auch so als Beten, ist auch eine Form von Meditation. Positive Gefühle funktionieren subtiler als negative, können aber in den richtigen Dosis eine enorme Wirkung auf die menschliche Psyche entfalten. Was du zum Beispiel tun kannst, um eine positive Emotion zu haben, habe ich auch 2 Tipps, Tagebücher schreiben. Und in die Tagebücher schreibt man auch so die positiven Ereignisse im Leben, damit man auch nachher dran erinnern kann. 2. Sache, meditieren, vielleicht auch beten. Diese Gedanken habe ich auch so aus dem Buch Die Macht der guten Gefühle von Barbara Fredrickson. Habe auch so ein bisschen spezifisch auch so gute Gefühle, aber Freude. Die Freude aus der deutschen Sprache ist eine, die Freude, und gibt kein Plural davon. Das ist auch so ein allgemeiner Begriff, gibt es kein Plural davon. Definition nach Duden ist die hoch
gestimmter Gemütszustand. Synonyme für Gefühle gibt es auch viele. Synonyme habe ich versucht, auch ein paar auszuwählen. Begeisterung, Behagen, Fröhlichkeit, Glück, Glückseligkeit, Heiterkeit, Genuss, Spaß und Vergnügung. Freude ist ein Gemütszustand, der durch positive Emotionen oder Ereignisse, die uns begeistern, behagen oder Glückseligkeit entstehen. Sie spielt eine wichtige Rolle in unserem Wohlbefinden und zu unserer geistigen Leistungsfähigkeit. Glücksgefühle ist auch so, kann man auch Biologen, die interpretieren das so in Hormonen. Das Glückshormone wie Dopamin ist auch wichtig, wenn man auch so Ereignisse, wenn man nach dem Essen, nach dem Sex, nach dem neues Lernen, neu entdecken, ist auch so, kommt auch so dieses Hormon Dopamin und auch schüttelt auch so Glücksgefühle in unserem Herzen. Wir unterschätzen die Rolle der Freude. Sie machen uns in der Summe nicht nur zufrieden und glücklich, sondern sind auch besonders gut für Intelligenz, Kreativität und soziale Bindung. Freude entsteht auch in einer sicheren Umgebung. Die Sicherheit ist auch wichtig, um glücklich zu sein. Freude entsteht auch durch positive Erfahrungen im Leben. Freude entsteht auch so durch Geben und Nehmen von Freude. Freude ist ein wichtiger Teil in einem erfüllten Leben, in dem wir aktiv nach Momenten der Freude suchen und diese bewusst genießen. Können wir unser Wohlbefinden und unsere Lebensqualität verbessern? Geteilte Freude ist das doppelte Freude. Ich versuche auch so ein bisschen drei Wege, wie man auch so Freude im Leben bringen kann. Die erste Sache, Erinnerungen. Wir versuchen Erinnerungen in unserer Kindheit. Es gab glückliche Momente in unserer Kindheit. Man muss das bewusst die wieder haben. Es gibt auch so einen zweiten Weg, und zwar negative Gefühle erkennen und auch so überwinden. Wir haben Ängste, wir haben Sorgen, wir haben negative Gefühle. Erstmal erkennen und dann dagegen arbeiten. Was ist auch wichtig, auch so um Freude zu vergrößern, Freude teilen, schenken. Ist auch so, muss nicht so großartig sein. Kleinigkeiten ist wirklich sehr gut. Auch gute Worte ist auch so gegenüber den anderen, bringt uns Freude und bringt den anderen auch Freude. In meiner Kindheit habe ich auch so oft in den Moscheen, in den Gebets immer die Imame oder die Scheich haben immer einen bestimmten Satz auf Arabisch. Es klingt auch so nett, aber es ist, die Sinn ist nicht so nett. Sie sagen, Feiertag ist nicht so, dass man neues Kleidung trägt, sondern man hat Angst von den Jenseits. Man braucht keine Angst zu haben. Es ist wirklich so, sie verbreiten immer Angst in dieser Feierlichkeit. Ich suchte auch aus dem Koran eine Sache, die auch so ein bisschen, die spricht nicht so, dass man Angst aus dem Jenseits, sondern im Gegenteil. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran 'alima. Aus Surat An-Nisa, die Frauen, Surah Nummer 4, Vers 147. Was nutzt Allah euer Leid, wenn ihr dankbar und gläubig seid? Und Allah ist dankend, allwissend. Dieser Vers gibt auch so eine neue Perspektive. Sie verdeutlicht, dass Dankbarkeit und Glauben auch so gibt eine Freude im Leben. Gott ist nicht gegen Freude. Im Gegenteil, er wünscht uns auch so glückliches und erfülltes Leben, sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. Und versuche ich auch so einen Hadith, einen Hadith gefunden, der auch so, der Prophet Mohammed in seinem Leben hat auch dieses Bittgebet gesprochen. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Schenk uns in Diesseits Schönes und in Jenseits Schönes und bewahre uns vor dem Leid. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Gott gebietet Gerechtigkeit, gütig zu sein und die Mitmenschlichkeit, und er verbietet Schändlichkeit, Verwerflichkeit und Gewalttätigkeit. Er ermahnt euch,
nachzudenken und achtsam zu sein. Salam alaikum, frohes Fest. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salati, hayya ala falah. Qad qamat as-salatu, qad qamat as-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.